Und meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück und auch natürlich die Kleinen und die Großen und die Alten und die Schwachen und so weiter und so fort bei Let's Play Rockman or Constancy. Ich weiß echt nicht, ob das eine gute Idee war, dass ich mich beschlossen, habe, keine Safe State zu verwenden, aber ich bin ein Mann der Ehre. Ein Mann mit großen Visionen. Mit großen Taten, die er aus eigener Kraft erbringen will. Und deshalb, wirklich, ich würde nur wieder wirklich dann mein eigenes Gesetz, meine eigene Regel, die ich jetzt aufgestellt habe, brechen, wenn ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch wäre, sagen wir es mal so. Beziehungsweise wenn ich einfach kurz vorm Ausflippen bin. Und ich irgendjemanden, zum Beispiel mir, wehtun würde. Das war sogar gut. Das war sogar nochmal gut und erst muss was Gutes passieren, damit was Schlechtes passieren kann. Ja, stimmt ja, der läuft ja dann. Einfach weiter. So, du bringst dich einfach selbst um. Wunderschön, wunderschöner Anblick. Das toleriere ich. Was du tolerieren? Was heißt es eigentlich genau, tolerieren? Gut. Diesmal gehe ich mal oben dran. Ah, nein, na gut. Nächstes Mal, wenn ich die Razor Blade habe, dann könnte ich es schaffen. Gut, schon mal die Hälfte geschafft, ohne zu sterben. Ungefähr die Hälfte des Lebens verloren. Gut. Also ich gewöhne mich langsam an jedes der Spiele, was ich jetzt im Moment mache. Darksiders, der Kampfstil, bei Penumbra an die Rätsel, wobei die immer schwieriger werden und jetzt auch bei Mega Man, bei Rockman, immer sage ich Mega Man, das ist ja aber ein Mega Man Hack, deshalb wahrscheinlich nicht einfach weiter. Nicht zu mir! Danke. Danke, danke, danke. Ah ja. Wing, wing, wing. Wo kommst du auf einmal her? Na gut, ich werde sowieso dann an der Stelle. Es wäre da alles wieder weitergegangen. Also hat es sich auch nicht wirklich gelohnt. Und ja. Weil es ist ja, wie gesagt, mein erster Hack, den ich spiele. Und das ist schon eine harte Nuss. Jetzt kommst du. Immer kommt die Energie an den ungünstigsten Augenblicken. Da, wo ich eigentlich sie nicht gebrauchen würde. Einfach weiterlaufen. Unverwundbarkeit ausnutzen. Kommt mir nicht nach, kommt mir nicht nach. Okay, der eine springt immer aus dem Bild. Das ist gut. Ja. Oh, zum Glück ist mein Gamepad so stabil. Sonst würde es noch in meinen Händen zerkrümeln. Wie der Keks im Maul des Krümelmonsters. So müsst ihr euch das vorstellen. Was ich erzählen kann, das kann ich erzählen, was Schönes, was Gutes aus meinem Leben, ja. Ich habe ja, glaube ich, erzählt, mit Vordringen habe ich es nicht so, auch in der Schule. Jetzt vor einer Woche, ich rede sozusagen jetzt über die Vergangenheit, denn ich tue ja mit den Videos vorweg aufnehmen, damit das einfach rechtzeitig für euch fertig ist. Da hatte ich was in Rechtslehre, in den Fach und in Sozialkunde und ich hatte ein gutes Gefühl, also es ging. Es war jetzt bei Rechtslehre sogar Punkte für eine 1. Ich probiere einfach weiter, bis es irgendwann mal klappt. Und ja, jetzt habe ich halt nur noch das große, mein großes Deutschreferat dann. Fachreferat, hä? Was habe ich mir ausgenommen? Klassische Lyrik. So Schiller und altes Zeug. Also Schiller und Goethe, da konnte ich mir einfach was aussuchen. Und ja, und es soll eine ganze Stunde gehen. Das kann ja heiter werden, weil das Höchste, was ich jetzt gesprochen habe, bei einem Referat, warum springe ich da seit neuestem immer rein? Ich weiß auch nicht mal, was in dieser Welt eigentlich überhaupt noch abläuft. Das waren 20 Minuten, oder jetzt auch bei so einem Part. Na gut, da ist es auch wieder so beim Referat, da weiß ich, was ich rede. Da habe ich mir was vorbereitet. Wobei bei einem Referat habe ich sogar den Tag davor. Du bleibst hier. Moment, da wollte ich doch was ausprobieren. Nein, das wollte ich nicht. Voll Trio. Und wir haben ein Leben wieder. Schön. Wo kam der her? Der hatte gewusst, dass ich hier hochkomme. Na toll. Lohnt sich auch, wenn ich jetzt ein Leben jetzt gewonnen habe, aber jetzt. Nein, das könnte das mit dem Dreier gehen?
Könnte das mit dem Dreier gehen? Es geht sogar mit dem Dreier. Aber wie soll ich da hochkommen? So schnell geht es gar nicht. Ich brauche wahrscheinlich ein anderes Item. Das war bescheuert. Das war strutzdumm. Das war bescheuert, behämmert und bekloppt. Und das alles zur gleichen Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. So viel. So viele Adjektive. So viele Wörter. In so kurzer Zeit gesagt. Was halte ich von der Sprechzeit genau? Aber eine Dreiviertelstunde, das ist eben bei, was jetzt bei meiner Schule jetzt eine Stunde ist, eine Schulstunde. Dreiviertelstunde darüber was reden, das ist uiuiui. So, wenn ich das hinkriege, dann habe ich echt mal was geleistet. Ja, du mieter kleine Knicht. Oh, das war... Ich überrasche mich selbst, das war ja verdammt gut. Ja, da... Okay, ja. Oh, ich hab noch genug Leben und diesmal weiß ich, wie ich zu gehen habe. Nämlich einfach weiter. Und diesmal nicht runter. Nicht runter. Ach, ihr wollt mich doch. Und da oben ist sogar noch mehr Energie. Da war der Ika mal sogar sehr freundlich. Doktor Weiler, okay. Diesmal muss ich runter. Verstehe ich das richtig? Oh mein Gott. Ich bin gerade echt angespannt. Es geht gleich rein. Wo ist er? Es zieht ihm Energie ab. Danke, Ika. Danke, dass das seine Schwäche geblieben ist. Danke. Danke. Dieser Hack ist wirklich gut, wenn du mich hören kannst. Dieser Hack ist gut. Er ist eine richtige Herausforderung. Dafür Daumen nach oben an dich. Auch wenn du mich jetzt wahrscheinlich nicht verstehen kannst. Die Hälfte geschafft, Leute. In 11 Parts. Gut. Wir haben jetzt also die Clash-Bomben. Die kann ich nicht nochmal rein, da wäre ein Energietank gewesen. Gegen wen könnten die Clashbomben helfen? Gegen Heatman vielleicht. Gegen Heatman vielleicht. Was war bei Heatman war ja im Original die Bubbleman-Waffe, die Waffe. Aber da ist es jetzt ja keine Blase mehr, sondern... Da kann ich an das Leben dran, das hole ich mir sofort. Ach, komm schon. Haha. Haha. Hohe, da freut mich doch. So. Du regst dich immer wieder auf, dass dein Haus verschwindet. Aber sorge dich nicht, mein Freund. Ich werde dich erlösen. So schnell es überhaupt in meiner Hand liegt. Ach, ich fühle mich so gut jetzt, was ich. Echt, dieses Gefühl, wenn man das geschafft hat, aus eigener Kraft, das ist wirklich unbeschreiblich. Bei sowas Schwierigen. Jetzt soll ich. Bloß aufpassen, dass ich jetzt hier nicht schon wieder sterbe. Besonders an der gleichen Stelle. Okay, ein bisschen Energie zurück hier. Da kommt ein Vogel, das weiß ich. Einfach weiter, 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 weiter. Wie weiter? Da in, unten ist Energie. Oh, da muss ich jetzt dran kommen. Verdammt, der Gitter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat mich schon am großen Ziel geleckt. Wenn er eine Zunge hat. Zunge hat. Das ist das der Begriff. Ach nein, die Blöcke. Verdammt nochmal eins, die Blöcke. Ich schaue mir nochmal das erste Muster an. Da kommt auch ein bisschen Energie. Okay, da. Da hoch. Nein, oh nein. Oh, wie würde ich gern da jetzt selbst jetzt verwenden? Oh, Energie hier, aber die brauche ich jetzt nicht. Oh Mann, das war in den normalen Spielen, waren die schon bescheuert. Ja. 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 Okay, die erste Etappe überstanden. Ja.
Ja, ich will mal ein bisschen. Das hilft mir. Das hilft mir, meine Seele zu beruhigen. Und meinen Zorn zu unterdrücken. Gut. Jetzt! Jawoll! Oh. Heidete. Ja, da, da, da. Okay, wie was musste nochmal? Ich musste dann weiterspringen. Komm doch bitte. Jetzt. Ja? Ich habe es geschafft, ich bin... Ah nein, die Stelle. Hau du nur ab, du. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Hey. Ich treffe dich doch. Im Gesicht. Mitten ins Gesicht? Immer mitten in die Fresse rein, ja? Naja, ach, da machst du es auch, wenn man dir in den Hinterkopf schießt. Hast du Haupt? Wupp. Hau ab, hau ab. Ich habe einen Energietank. Seit wann das denn? Egal, den verwende ich jetzt. Hier ist die Decke zu niedrig. Die Decke ist hier zu niedrig. Verdammte Kiste. Snoggy. Okay, wie hoch kann ich springen hier? Kann ich dem ausweichen? Natürlich. So kann ich ihm. Bin ich jetzt den richtigen Weg zur Energie gegangen? Von meinem Punkt aus wäre das... Ich bin da. Leute, wenn das jetzt echt passiert... Wenn das jetzt passiert, dass ich die Bombs, das ist es. Wenn es jetzt klappt, dass ich zwei Bosse begegne, dass ich zwei, dann ich weiß nicht, was ich tun werde. Also lass ich es einfach mal gut sein. Die Bombe sieht anders aus, aber es ist nicht die Waffe gegen ihn. Das ist blöd. Vielleicht sind es ja doch die Razorblades. Das ist mein letztes Leben. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Gut. Gut, lassen wir es dabei. Ich habe einen der Bosse besiegt. Jetzt habe ich die Hälfte geschafft. Das ist doch auch schon was. Also, sollte ich mich nicht beklagen bei so einem Spiel. Sollte ich mich nicht beklagen. Ich schätze, ich werde spätestens bei den Wily Stages das richtig toben anfangen, aber... Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr mich abonnieren und mich weiterverfolgen. So wie schon mal gesagt. Hehe. Also, und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst es mich bitte wissen und teilt mit euren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Rockman No Constancy oder eben bei meinem nächsten Video, was halt so ansteht. Und dann sagt euch rein und sich Jovo, das bin ich, ihr habt's richtig hier erraten. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.